Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings, hier zu Tag 2 meines Experimentes, eine Woche fleischlos. Und ja, heute schon Tag 2 von 7 insgesamt, weil ich habe das ja vor eine Woche zu machen. Für alle die letzte Folge nicht gesehen haben, schämt euch. Und ja, willkommen zum Fazit von Tag 2. So, heute bei Tag 2. Ja, zum Frühstück gab es mal wieder ein Käsebrötchen. Ich bin momentan ein bisschen unkreativ, aber ich habe immer so Phasen, wo ich ganz gerne immer was esse. Das heißt, momentan bin ich ganz gerne in der Käsephase. Es macht mir unheimlich Spaß, immer Käse zu essen, grundsätzlich. Und kann auch sein, dass die Phase schnell wieder vorbei ist. Habe ich mit Nutella übrigens auch, also mit Nuss-Nougat-Creme. Und ja, heute anschließend in der Mittagspause gab es bei mir Folgendes. Ich zeige das gerade mal. So, das ist hier ein Auflauf mit Brokkoli und Nudelchen. Die hat meine Freundin gestern gemacht. Super lecker, auch wenn er nicht so aussieht, war er trotzdem super lecker. Den habe ich gegessen. Neben mir saß ein Kollege, der hat sich schön Cabanossi reingezogen. Und der Geruch der Cabanossi zog mir in die Nase. Das ist mir halt auch aufgefallen, aber ich konnte dem widerstehen. Ja, und als ich dann anschließend kurz außer Haus war auf der Arbeit, kam wieder zurück an meinen Platz, lag da liebevollerweise ein Brötchen von einem Kollegen, weil der Kollege es nicht mehr essen konnte, was auch super ist, weil hat mir dran geschrieben, hier, ich habe es nicht mehr geschafft zu essen, hier, das Brötchen ist für dich, das machen wir ab und zu mal so zwischendurch. Da habe ich mich auch gefreut, da habe ich gedacht, super, ich mache die Tüte auf und was war drauf? Salami. Ein Salami-Brötchen. Weißt du, lieben gerne, ja, esse ich auch unheimlich gerne von dem Bäcker, aber nein, leider nicht diese Woche. Diese Woche muss ich widerstehen. Und ich habe es geschafft. Ja, das ist die Quintessenz des Tages. Heute Abend wird es dann noch ein anderes Rezept geben. Das weiß ich noch gar nicht, was es gibt. Auf jeden Fall irgendwas mit Paprika. Wieder so ein kleinen Auflauf. Finde ich richtig schön. Davon werde ich mir morgen wieder was mitnehmen. Das werde ich wahrscheinlich auch nochmal dann filmen, kurz während der Arbeits-, während der Pausenzeit. Ja. Und ich muss auch noch vielen Dank sagen an alle, die sich so rege an diesem Video, also im ersten Tag, beteiligt haben. Super, dass ihr mich so unterstützt und danke, dass ihr mir auch sagt, was ihr esst. Ich wusste, dass das kommt. Ich hätte Brief und Siegel darauf wetten können, dass das kommt. Naja, aber ich probiere auch ein bisschen provoziert. Also ich hoffe, euch hat der Auflauf geschmeckt, euer Kaiserschmarrn und was ihr sonst noch alles gegessen habt. Ich bin momentan noch nicht in der Situation, dass ich irgendwie immer so rieche und gucke, oh, was ist der und oh, ich möchte das auch essen. Das habe ich momentan noch nicht am Tag 2. Hätte ich eigentlich erwartet, aber momentan geht es mir gut. Daumen hoch. So, ja, ich glaube an dieser Stelle kann ich auch erstmal wieder abbrechen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Restabend. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Jetzt haben wir gerade 18:32. Wird wahrscheinlich so ein 2 Stündchen online sein. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis morgen zu Tag 3. 3. 3. Also, ciao.